Jo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge bei den Dota Brothers. Heute direkt am Morgen frisch aus der Kneipe. Erstmal ein paar Bierchen gesoffen. Na, Spaß beiseite. Ja, Freunde, was steht heute auf dem Plan? Wir werden heute Sparring machen mit unserem Bruder Felix Sturm. Wir werden ein paar knackige Runden. Ich hoffe, der Bruder ist fit. Ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, fit zu werden gerade. Meine Brüder sind zwar gerade nicht fit, meistens sogar von denen krank. Zumindest Sunwerk und Jibril auf jeden Fall. Und nichtsdestotrotz denke ich, es wird heute auf jeden Fall ein geiler Tag werden. Wir fahren jetzt gleich nach Siegen zu Felix Sturm ins Gym. Und ja, dort werden wir auch das Sparring machen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Aber jetzt erstmal ein paar Bierchen. Wo, was willst du machen? Lebensmittel. Ja, Bruder. Schmeckt trotzdem. 1A. Du gönnst dich jetzt Salamibrot. Große Schokolade. Du musst auch Süßkram essen. Hier, bitteschön. So starten wir einen ungesunden Tag heute. Kakao wäre jetzt zu viel Zucker. Und das ist auch zu viel Zucker. Zusammen passt nicht. Ich muss immer Tee. Und Zucker, dann geht's. Der Tee darf keinen Zucker haben. Was auch zum Dota vs. Kellim geworden? Eigentlich wollte das doch zuerst kommen. Der Kellim ist ja leider momentan erkältet und krank, deswegen hat das leider nicht geklappt. Wir müssen sich auskurieren lassen, in ein paar Wochen ist ja schon der Kampf. So wie ich den Felix kenne, ist immer so ein technisch bedingtes Sparring. Es sind nur 2 Minuten. Kann man vielleicht einen Mix aus allem machen. Ein bisschen knallen, ein bisschen technisch, ein bisschen bewegen. Immer mit Schein. Ich will eh nur mit dir fahren, ne? Ich will mich gar nicht fahren. Ich will nur wegen dir fahren. Weil du mein Bruder bist, nicht weil du Koffer hast. Ich weiß, nicht also Jungs, ab geht's nach Siegburg! Kann sein, auf dem Weg Auto geht. 7 Teiler geht kaputt, ne? Geht explodiert. Ich würde lieber dann mit deinem fahren. Na, auf keinen Fall. Meinst du besser? Ja, dann besser mit deinem. Ist es wirklich ein Risiko, dass das Auto jetzt kaputt geht oder so? Ja, Bruder, das weiß ich was? Ja nicht. Nein, also keine Ahnung, Bruder. Das ist ja diese Unwissenheit, weil der Motorkontrolle euch schon anders. Man weiß nicht, ob das was Kleines ist oder ob dein Auto komplett kaputt ist. So, Freunde, sind wir angekommen und vor dem Sparring erstmal eine kleine Stärkung. Ja? Weil wir haben heute nicht so viel gegessen und nicht so viel Protein zu uns genommen. Deshalb vorher erstmal ein fertiges Shake von ESN. Immer meinen Code, Drohtop benutzen. Dafür habt ihr den besten Deal. Wie geht's dir? Alles gut? Macht's klar. Wie geht's dir? Kapsel hat sich verletzt gehabt, ne? Okay. Zweimal wurde geröntgt, zweimal wurde Dings MRT gemacht. Beides Mal haben die nicht rausgefunden, was da ist. Auf jeden Fall ist heute das erste Mal nach 8 Monaten, dass ich wieder Handschuhe an. Ich will das schon sparen, Jungs. Macht ihr technisch, macht ihr stark, habt ihr schon abgesprochen, wie das Sparen macht? Man muss das nicht absprechen, Bruder. Sparen geht mal rein, knallt sich. Habt ihr irgendeine Prognose oder. Was für eine Prognose, Bruder? In 5 Tagen lernt man Sparen, Bruder. Ich krieg Schläge und geh nach Hause, Bruder. Aber das ist ja auch keine Schande dann, ne? Ich bin auf jeden Fall nicht gekommen, mich verprügeln zu lassen, sagen wir mal so. Okay. Aber selbst wenn ich verprügelt werde, das ist eine andere Geschichte. Selbst wenn natürlich ist kein Schande, Bruder. Auch so der Felix ist ein Bruder. Es ist niemals eine Schande, von einem Bruder verprügelt zu werden. Von einem Nicht-Bruder verprügelt zu werden, ist eine Schande. Deshalb Training verprügelt werden ist kein Problem. Aber im Kampf, Dicker, da müssen wir abliefern, oder? Dann sagst du natürlich lang. Ist ja Boxschuh dabei. Hä? Was? Das ist zweimal der Rechte. Freust du dich schon auf das Sparring mit den Jungs? Ja klar, ist auch mal eine neue Herausforderung. Jede Runde einen anderen und das bedeutet, jede Runde muss man sich umstellen. Ich bin gespannt, ob ein Rechtsausfeger dabei ist und ja, das wird die Herausforderung für mich heute sein. Was wäre lieber, Rechtsausfeger oder Linksausfeger? Ich komme mit beiden sehr, sehr gut klar. Okay, hast du irgendwelche Prognosen oder meinst du, wer dir vielleicht sehr schwer fallen wird oder wer nicht? Da ich Islam kenne und ich weiß, er hat sehr große Reichweite, sie sind ja alle Maschallah sehr groß, alle werden Reichweite haben. Und klar, ich habe auch Reichweite, klar, aber ich glaube, ich muss da über Geschwindigkeit gehen. Und die sind auch flink, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Und wie gesagt, die haben eine Runde, die können da 3 Minuten powern, können 3 Minuten Gas geben und da muss man sich auch ein bisschen drauf einstellen. Jetzt, wo meine Hand verheilt ist, denke ich, fange ich jetzt wieder mit Boxen an. Und dann eigentlich, glaube ich, nur noch Boxen, ja. Wie läuft gerade das Training? Machst du gerade mehr Grappling, mehr Boxen, mehr MMA? Bruder, ich bin in Behandlung. Ich habe doch Bandscheibe verletzt. Seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht mal, wann ich zuletzt Handschuhe anhatte. Nicht mal als Kratzen oder Boxsack oder irgendetwas, gar nicht. Krass. Ich habe dann gegrappelt zwischendurch, 1,5 Monate ungefähr. Dann war Schmerzen so schlimm, dass ich gesagt habe, okay, es macht gar keinen Sinn. Aber für 2 Minuten sollte reichen. Egal wie unfit ihr alle seid, für 2 Minuten sollte es auf jeden Fall reichen. Und wir haben immer noch den Ass im Ärmel. Wir können immer noch wresteln, wenn wir nicht können. So wichtig vom Training. Erhöht das die Leistung oder ist das einfach nur wegen der Verletzungsprävention? Natürlich wegen der Verletzung, aber man muss seinen Körper darauf vorbereiten, auf, wie man so schon sagt, Betriebstemperatur bringen, dass der Körper weiß gleich, was passiert was. Sonst, wenn er einfach so ohne Erwärmung in den Ring reingeht, ist das ein ziemlicher Schock für den Körper. Aber Verletzungsrisiko hoch? Ja, natürlich. Und der Puls steigt und alle, viele Sachen. Man muss schon den Puls selber von vornherein ein bisschen hochtreiben. Und da hat jemand kommentiert, sagt, nimmst du auch den Kampf nicht, wenn der Straße.
Wenn ich auf der Straße jemanden herausfordern sollte, dann werden die Leute schon mitbekommen, weil dann wird das am Ende in der Zeitung stehen. Und die Leute, die es jemals im Leben getan haben, was mit denen passiert ist, wissen die Leute auch hier im Umfeld. Muss man nur mal nachfragen irgendwo. Dann wird man schon wissen, was mit demjenigen passiert ist. Oder passieren wird noch, der sich das traut. Aber dennoch, weil, an der Stelle ist keine Gewalt. Weil geben. Sport ist eine Sache und privat ist nochmal eine komplett andere Sache. Das sind zwei verschiedene Baustellen. Kann man mit einander überhaupt nicht vergleichen. Sport ist Sport, Straße ist immer Straße. Es gibt viele gute Sportler, gibt aber nicht viele gute Straßenjungs. Deswegen an dieser Stelle natürlich, ne? Gewalt ist keine Lösung. Nichtsdestotrotz, für die Leute, die hier aufgewachsen sind und im goldenen Käfig geboren worden sind oder ich meine, das mit goldenem Löffel aufgewachsen sind, meine ich, für die wird so niemals, ne, irgendwie von Nutzen sein. Aber wie gesagt, wenn man so aufgewachsen ist, wie ich früher aufgewachsen bin, und so gibt es ja auch einige andere in Deutschland, die so aufgewachsen sind, die werden das dann auch verstehen. Und die das nicht verstehen, die sind auch nicht aufgewachsen wie wir. Bist du warm? Sieht man das nicht? Die Leute fragen, wann die neue Kollektion wieder unterkommt. Neue Kollektion ist in der Mache. Wir sind so gut wie fertig, müssen jetzt nur noch ein paar Teile freigeben. Sobald das passiert, wird das in Auftrag gegeben, also die Musterteile. Und wenn die hier sind, machen wir Shooting und so weiter und so fort. Ich denke, in 4 Wochen weiß man genau, wann wir releasen. Ja? Ich denke, das wird Oktober sein. So, Freunde, jetzt ist die Stunde der Wahrheit angetroffen. Jetzt machen wir unser Sparring. Jeder von uns macht jeweils 2 Minuten Sparring mit dem Felix. Und ja, der kriegt jeweils mal 1 Minute Zeit, sich zu regenerieren. Ich glaube, dass er heute das nicht braucht. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir trotzdem die Zeit fairerweise, ne? Weil auch ein Weltmeister muss sich mal ein bisschen ausruhen. Bei uns ist Tradition, du musst immer aussuchen, wen du willst. Also Reihenfolge machst immer du. Wen nimmst du als erstes? Islam. Islam. Kommt man schon bis jetzt immer wieder, ja? Das passiert immer. Ich sag bestimmt nachher, warum Islam als erstes. Okay, wir sind gespannt. Bei dem musst du viel bewegen, Bruder, ja? Wie war die Runde? Amüsant. Mit dem würde ich aber auch nicht stehen bleiben. Ich habe mal ein bisschen anders gemacht als ich sonst boxe. Einfach viel bewegen. Das habe ich gesagt am Anfang. Ist dran, lange Hände, flink, schnell, unangenehm. Was wiegst du? Was wiegst du gerade? 88. Fühlt sich nicht an wie 88. Fühlt sich an wie 90. Und wenn die einmal richtig trifft, ja, dann fühlt sich an wie 110. 2 Kilo mehr oder weniger. Seht ihr, da merkt ihr, dass der Schlag gewirkt hat. Ich wollte eigentlich 190 sagen, habe aber 90 gesagt. Die war weg, einfach nur vom Gestresste. Nicht so viel reagieren. Die Hände oben machst, stabil, kann dir nichts passieren. Du musst nur kurze Bewegung machen. Boom, boom, kannst du draus kontern. Weißt du, du darfst dich nicht stressen lassen. Und wenn du nicht wegkommst, such dich immer den Weg vom Seil weg. Geh auf den Mann drauf, drück drauf, dreh dich um, dann greifst du an. Rock nur mit den Händen. Wenn die Hände oben hast, kann dir nichts passieren. Ja, richtig lang raus, komplett raus. Genau das. Wenn er reinkommt, direkt die rechte Seite. Da musst du die rechte Seite.
am Kopf lassen. Schlag nach dem Körper, Felix, und erkenne dort, was ich mache. Für die Runde eben mit Felix? War eine gute Runde. Man muss halt beim mehrfachen Weltmeister aufpassen, dass er dich nicht einmal trifft und dass du vielleicht reanimiert werden musst. Also ich bin da sehr respektvoll und vorsichtig an die Sache gegangen. Der macht dich müde, einfach durch deine Bewegung, ohne nichts zu machen bist, weil du bist so konstant unter Stress. So. Ja. Ich wurde einmal stark zurückgehalten, Bruder, aber war gut. Hat Spaß gemacht. Sobald der Jab sind weg, rechts über seinen Jab. Hau die rechte über seinen Jab. Schön, genau das. Mehr confident. Wechsel deine Normalauslage, wechsel deine Normalauslage. Bleib in deiner Auslage, genau. Beweg dich. Lass den Jab laufen, lass den Jab laufen. Körper, Kopf, Körper, Kopf. Und hier rechts, in der rechten Kinn lassen. Lass den Jab laufen, lass den Jab laufen. Weiter, weiter, weiter. Noch 40 Sekunden, Felix, vermöge dich. Was viele sich abschneiden können ein bisschen. Ne? Da siehst du einen Unterschied zwischen einem normalen Kämpfer und einem mehrfachen Weltmeister. Er muss sein Ego nicht rauslassen, er muss nicht zeigen, dass der hier irgendwie der Weltmeister ist. Weißt du, was ich meine? Der kann sehr gut damit umgehen, hat ein bisschen Spaß gehabt mit uns und fertig. Also jetzt macht jetzt nicht hier in den Kommentaren, lasst euren Experten kennen nicht, ihr hattet noch nie Handschuhe an. Ja? Also hier, nur mal knapp deine Sache klar ist, wenn der ernst machen würde, niemals eine Chance. Ich habe schon gemerkt, wenn er ein bisschen Druck aufbaut schon, wenn er nur entgegenkommt, weißt du, okay, du musst aufpassen. Du bist extrem nervös, weil du nicht weißt, dass er kommt, verstehst du meine? Habt ihr irgendjemanden, den ihr rausfahren wollt, als nächstes für Dwarf of Versus? Ja. Oder ich hab ein persönliches Problem mit Kerem Engizek. Wir sollen hier hinkommen. Dafür kriegst du, dass du beim letzten Mal krank warst, kriegst du auf jeden Fall wenigstens mal richtig tote Schläge. Wenn wir nicht so nett sein zu dir. Kerem, gib mir einfach ein Steak raus, ich vergesse das. Ich wollte gerade, das einzige Problem, was ich mit Kerem habe, ist, dass er jeden Tag Steak essen geht, aber mich noch nie gerufen hat. Ganz komisch. Ach ja, und der ist der Kaffeebu jeden Morgen früh frühstücken. Hat ein sehr hartes Leben, der Kerem. Sehr hart. Abends jeden Tag Steak, morgens immer Kaffeebuhr. Sehr, sehr krasses, anstrengendes Leben. Und wenn du vom Mann so doppelt davon stehst, dann versuch immer hier. Hier einmal durch. Guck mal, dreht die Hand nicht so, wenn immer so, dann sieht die durch. Ne? Und dann geht zur Seite, zu der Leber. Das heißt, egal wie hart du trainiert bist, wenn du immer wieder Schläge kriegst, ne? Du bist müde. Zweite, dritte, vierte Runde. Okay, komm. LKW war neben mir gefahren, ist auf meine Spur gegangen, ich bin komplett gegen Bürgersteig. So durchgeschliffen. Sie glauben, die Geschichte ist wahr? Sie ist frei erfunden. Nein, Spaß, komm. Mein Bruder Sali dann. Nummer 1 Coach. Nummer 1 Coach, mein Bruder Sali. Ihr kennt ihn bestimmt aus meiner Ecke noch bei meinen Kämpfen. Eins. Mein Bruder Sali, du bist ein Löwe, Bruder. Nach dir, Nummer 1. Nach dir. Auf jeden Fall, Freunde, wir kommen zum Ende des Videos. Wir sind Wanderer, erstmal unserem Bruder, Sid, bei Dedi Hyde. War geil, Sparring, gutes Match. Sehr wichtig, Stadt, sehr wichtig. Haben hier Hellel Hot Wings mitgenommen.
Ich werde die testen erstmal einmal und danach werde ich sofort auf Instagram bekannt geben, ob die wirklich was taugen. Wir werden eine Kochshow, eine eigene Kochshow machen aus Chicken Wings. Hallo Freunde, pass auf euch auf. Bruder, alles schön und gut, Bruder, aber reicht, weißt du? Warum magst du es hier und dann nicht eher so auf der Königsallee oder so? Weil das hier ist so, es ist weit weg von zu Hause, aber es ist dann auch wie zu Hause, weißt du? Ich mag die Gegend hier, die Leute. Ich bin ja überall bekannt, aber in dieser Gegend fühle ich mich so sehr wohl, sag ich mal. Und ich bin nicht so der Schnösel, der unbedingt in Cafés auf der Kühe chillen muss, weißt du? Das sind dann eher die Leute, die irgendwas da suchen. Aber wir brauchen nichts zu suchen, wir haben schon alles. Der Chef hat jetzt persönlich gebracht, drücken und guck jetzt, wie ich darauf mache. Sehe ich aus, als ob ich spare? Soll ich sparen? Soll ich sparen? Nein. Dankeschön. Bitte, bitte. Der Beste. Note 1 zu 10. Als hätte ich das nicht schon 1000 Mal gegessen, aber ich tue mal so. Knusprig, warm und perfekt. So Freunde, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein paar schöne Kommentare. Das Sparring war sehr geil, hat mich sehr gefreut. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, mit wem ihr gerne als nächstes dort aufs Würze sehen würdet. Und dann werden wir versuchen, noch die Gäste einzuladen und mit denen auch eine coole Sparringsrunde zu drehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace. 24 hours in a day, what the fuck you gonna say? Pick a lane, man, you gotta choose one. It's what they used to tell me every day. Caught a few along the way, don't be afraid if you gotta leave.